Schön, dass Sie dabei sind. Hallo, ich bin Julia Leischig. Seit Jahren kümmert sich die Krankenschwester Ulrike rührend um Kinder aus Krisengebieten, die zur medizinischen Behandlung nach Deutschland kommen. Ohne Freiwillige wie Sie wäre es nicht möglich, diesen kleinen Patienten zu helfen und ihnen damit oft sogar das Leben zu retten. Ich habe Ulrike besucht, denn ich habe erfahren, dass die aufopfernde Helferin selber einen ganz großen Herzenswunsch hat. Das St. Rochus Hospital in Castrop-Rauxel. Hier arbeitet Ulrike. Die 55-Jährige ist Stationsleiterin und Krankenschwester aus Leidenschaft. Über ihren Beruf hinaus kümmert sich Ulrike seit 15 Jahren ehrenamtlich um ganz besondere Patienten. Verletzte Kinder aus Krisengebieten, die von Hilfsorganisationen zur Behandlung nach Deutschland geholt werden, da sie in ihrer Heimat nur unzureichend versorgt werden können. Für Ulrike ist es eine Herzensangelegenheit, den Kindern in der Fremde Wärme und viel Zuneigung zu geben. Ich mache die Arbeit sehr gerne. Wir bieten ganz viel Herz und Liebe für die Kinder, weil sie sind für einen längeren Zeitraum auf der Station. Und das ist ganz, ganz schwierig am Anfang für die Kinder. Und wir sind für sie da. Mehr als 30 Kindern hat Ulrike über die Jahre ihre Zuneigung gegeben. Julia hat von ihrer aufopfernden Arbeit erfahren und besucht die Krankenschwester auf ihrer Station. Hallo Ulrike. Hallo. Hallo, ich freue mich. Ich bin ja, Julia. Ich bin die Ulrike. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich habe schon viel gehört. Julia begleitet Ulrike bei ihrer Arbeit. Dabei lernt sie auch ihre kleinen Patienten kennen. Wegen einer schweren Beinverletzung ist zurzeit die 11-jährige Hent auf Ulrike Station in Behandlung. Weit weg von ihrer Familie im Jemen. Hallo Hent, ich bin Julia. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich habe gehört, du verstehst schon ganz viel Deutsch. Ein bisschen, ne? Ja? Ich habe eine Puppe mitgebracht. Magst du die? Ja. In der Mittagspause haben Ulrike und Julia dann die Gelegenheit, über ein Kind zu sprechen, das der Krankenschwester besonders ans Herz gewachsen ist und das sie bis heute nicht vergessen kann. Jetzt hast du ja in den Jahren sehr viele Kinder betreut und begleitet. Gab es irgendein Kind, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist und dir ans Herz gewachsen ist? Von all den Kindern fällt mir immer auf Anhieb, wenn ich überlege, Kulut ein. Mhm. Es ist 12 Jahre her, dass sie bei uns war. Mhm. Und ein ganz liebes Mädchen. 2001 kommt Kulut aus dem Jemen zur Behandlung in das St. Rochus Hospital. Die damals 7-Jährige hat eine offene Wunde am Bein. Ein Knochen schaut hervor. Es ist unklar, ob sie jemals wieder richtig laufen kann. In Deutschland wird sie liebevoll von Ulrike betreut. Warum ist sie dir so besonders ans Herz gewachsen? Ach, Kulut war ein sehr herzliches Kind mit einem sehr lauten Organ. Aber sie war so aufgeschlossen, so lieb. Und wenn man Kulut gesehen hat, musste man sich einfach freuen. Das war einfach schön. Ulrike nimmt Kulut nach der OP sogar bei sich zu Hause auf. Das Mädchen wird für sie wie eine eigene Tochter. Doch nach Kuluts Abreise in den Jemen 2002 hört Ulrike nie wieder etwas von ihr. Würdest du dir wünschen, zu wissen, was aus ihr geworden ist? Ich würde sie gerne wiedersehen. Ich würde gerne wissen, was sie macht. Mhm. Ja, wie es ihr geht, würde ich gerne wissen. Ulrike, ganz herzlichen Dank, dass du mir hier alles gezeigt hast. Ja, das habe ich gerne gemacht. Das war ein interessanter und guter Tag für mich. Für mich auch. Dankeschön. Alles Gute und ganz viel Kraft. Ja, dir auch. Ja? Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Also Ulrike macht wirklich eine großartige Arbeit und kümmert sich rührend um die Kinder. Ihren Herzenswunsch, Kulut wiederzusehen, würde ich ihr so gerne erfüllen. Und ich werde alles versuchen, um das Mädchen zu finden. Julias erstes Ziel, Hamm in Westfalen. In der Stadt am Rande des Ruhrgebiets hat das Hammer Forum seinen Hauptsitz. Das Hammer Forum ist eine Hilfsorganisation, die finanziert durch private Spenden Kinder aus Krisengebieten zur medizinischen Behandlung nach Deutschland holt. Julia ist mit der Pressesprecherin des Vereins, Sabrina Johannimann, verabredet. Sie hofft, von ihr Informationen darüber zu erhalten, was aus Kulut geworden ist.
Also es geht um eine jetzt junge Frau, die vor 12 Jahren hier war. Und ich würde gern zwischen ihr und einer sehr lieben Krankenschwester Kontakt schaffen, die beiden wieder zusammenbringen. Den Kontakt wiederherstellen. Genau. Ich habe den Namen aufgeschrieben. Ja, das ist schon mal hilfreich. Weil das echt kompliziert ist. Das ist die Kulut Al-Haba. Kulut Al-Haba. Mehr als 1700 Kindern hat das Hammerforum bisher in Deutschland geholfen. Doch erst seit 2001 werden die Akten lückenlos elektronisch erfasst. Kulut war genau in dieser Zeit bei Ulrike. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Kulut Ali Al-Haba. Kulut, genau. Das ist sie. 2000 im St. Rochus genau. Hospital in Castrop-Rauxel. Stimmt das? Ja. Ja. Also das heißt, es gibt eine Adresse. Wir müssen mal in die alte Akte schauen, bei uns im Archiv. Das ist und hier? Das ist auch hier bei uns im Haus. Und dann gucken wir mal, ob da noch eine Adresse vielleicht drin ist. Die Akten lagern im Keller des Gebäudes. Sie sind Julias einzige Chance, etwas über Kuluts Wohnort im Jemen zu erfahren. Doch nicht immer sind die alten Infoblätter vollständig. Und andere Informationen über Ulrikes ehemaliges Pflegekind gibt es nicht. 16.07. Hier ist sie. Da ist die Kulut. Da haben wir sie. 2001, Castrop-Rauxel. Das sind Bilder. Da ist sie. Och Mensch, ja. Mit ihrem Vater, bevor sie nach Deutschland gekommen ist. Steht da eine Adresse dabei? Also, Adresse. Das ist Aden Darsat. Das ist eine Stadt. Eine okay. richtige Straße ist da jetzt also nicht dabei. Aber ich alles vermute, klar. dass das ein ganz kleines Dorf bei ja. Aden sein wird. Dann müsste sie da aber ja eigentlich zu finden sein, wenn es klein ist. Das kann natürlich sein, dass sie da noch wohnen. Mhm. Ne? Das heißt für mich, ich müsste jetzt in den Jemen fahren. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wie du weißt, ne? in den Jemen zu reisen. Alleine als Frau, da würde ich dir doch eher von abraten. Mhm. Das ist ein bisschen zu gefährlich. Aber was kann ich denn da jetzt tun, wenn es im Jemen zu gefährlich für mich ist? Welchen Weg könnte ich gehen? Ja, ich würde dir empfehlen, dass du mal mit unserem Mitarbeiter Dr. Ali Kontakt aufnimmst. Der ist schon seit vielen, vielen Jahren für das Hammerforum dort tätig. Und vielleicht kennt er Kulut auch noch. Vielen herzlichen Dank, Sabrina. Es war sehr aufregend für mich, die Unterlagen zu sehen. Dankeschön. Ja, vielleicht ist es wirklich keine schlechte Idee, erst mal mit Dr. Ali zu sprechen und mich zu erkundigen, wie ich dort im Jemen vorgehen kann. Köln, 3 Tage später. In einem Hotel hat sich Julia mit Dr. Ali Al-Zakami verabredet. Der Arzt begleitet seit mehreren Jahren Kinder aus dem Jemen, die vom Hammer Forum zur Behandlung nach Deutschland geholt werden. Vor 12 Jahren hat er auch Kulut betreut. Julia hofft, dass Dr. Al-Zakami ihr bei der Suche nach der mittlerweile 20-Jährigen helfen kann. Ich habe gehört, dass alle Dr. Ali und du sagen. Darf ich das auch machen? Ja, du darfst. Ja? Dankeschön. Ja. Ich bin auf der Suche nach Kulut Al-Haba und ich habe durch das Hammerforum gehört, dass es nicht so einfach sein soll, jetzt in den Jemen zu reisen und nach ihr dort zu suchen. Was meinst du dazu? Deine Informationen sind richtig. Eine Frau allein nach Jemen zu fahren, ist nicht einfach und gefährlich auch für eine Frau, die allein versucht, etwas zu erreichen. Kannst du mir sagen, wie groß die Chancen sind, im Jemen einen Menschen zu finden, wenn man gar nicht weiß, wo er steckt? Genauso groß, wie du einen Nagel in großen Meer suchst. Mhm. Das ist sehr schwer. Wie ist denn die Situation momentan im Jemen? Ein Tag ruhig und eine Woche. Alles Chaos. Dr. Al-Zakami erklärt Julia, dass es zurzeit im Jemen, geprägt durch gewalttätige politische Konflikte, für Ausländer sehr gefährlich ist. Auch er rät Julia dringend davon ab, selbst vor Ort nach Ulrikes geliebtem Pflegekind zu suchen. Aber Dr. Al-Zakami wird in den nächsten Tagen selber wieder in seine Heimat reisen. Gibt es denn vielleicht irgendeine Möglichkeit, dass du mir vor Ort helfen könntest? Ich würde gerne helfen, aber schwer und muss auch Geduld und Zeit geben. Das heißt, du suchst für mich nach Kulut? Ja, das ist kein Problem. Vielen herzlichen Dank. Bitte, gerne. Ich mache das gerne. Tja, also viele Aussichten auf Erfolg hat mir Dr. Ali jetzt ja nicht gerade gemacht. Jetzt kann ich nur noch abwarten und hoffen, dass er mit den Informationen, die ich ihm gegeben habe, weiterkommt. 3 Monate später. Julia hat sich noch einmal mit Ulrike verabredet. Hallo Ulrike. Hallo Julia. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Super. Ich nehme dich mit. Ja, gerne. Dass Julia in der Zwischenzeit nicht untätig war, davon ahnt Ulrike nichts.
Ulrike, ich freue mich, dass du hier bist. Ja, ich auch. Mich hat dieser Tag bei dir, bei euch auf Station natürlich tief beeindruckt. Und ich habe einen großen Respekt vor dem, was ihr da leistet und vor eurer Arbeit. Dankeschön. Das tut uns auch gut, wenn du das so sagst. Weil wir machen das alle sehr gerne und vor allen Dingen mit viel Herz. Das habe ich gemerkt. Ja. Als ich von dir weggefahren bin, ist mir eine Geschichte gar nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und das ist deine Verbindung zu Kulot. Zu diesem besonderen Mädchen, von dem du mir erzählt hast. Und deswegen habe ich versucht, irgendwas über Kulot rauszufinden. Tatsächlich? Mhm. Es sind Wochen und sogar Monate vergangen. Ja. Und irgendwann, als ich schon gar nicht mehr damit gerechnet habe, hat das Telefon geklingelt. Und Dr. Ali war dran. Ja. Und hat mir gesagt, dass er Kulot aufgespürt hat. Und er hat sie mitgebracht. Das freut mich. Guck mal da. Julia hat Kulot zusammen mit Dr. Ali nach Köln eingeladen. In ein paar Minuten kommt hier am Hauptbahnhof der ICE vom Flughafen Frankfurt an. Darin sitzen Dr. Ali und Kulot, die heute Morgen aus dem Jemen hier hingeflogen sind. Ich bin schon sehr gespannt, wie es Kulot geht. Dass das noch mal passieren könnte. Das ist toll und wie gut sie aussieht und sie, die Beine so toll. Oh, sie hat so eine schlimme Wunde gehabt am Unterschenkel. Das war so schlimm. Das ist unglaublich. Das, nee. Freust du dich? Ja, sehr. Ich habe dann mit Kulot gesprochen. Wir haben uns unterhalten. Ja, schön. Das würde ich dir gern zeigen. Gerne, ja. Kulot, ich bin heute hier, weil Krankenschwester Ulrike immer noch ganz viel an dich denkt und dich nicht vergessen konnte. Und wissen möchte, wie es dir geht. Kannst du dich noch an sie erinnern? Ja, ich erinnere mich an sie. Ich sehe sie immer vor mir. Wenn ich schlafe, sehe ich sie vor meinen Augen. Und wenn ich wach bin, denke ich oft an sie. Ich habe sie unendlich lieb. Solange ich lebe, werde ich sie nicht vergessen. Ich kann mir vorstellen, für ein kleines Mädchen muss es sehr beängstigend gewesen sein, nach Deutschland zu kommen, in ein fremdes Land. Hast du dich einsam gefühlt? In der ersten Zeit hatte ich großes Heimweh und habe oft geweint. Aber als ich Ulrike kennenlernte, hörte es langsam auf. Sie war für mich wie eine Mutter. Sie war so liebevoll zu mir, dass ich all den Schmerz vergessen habe. Ulrike hat sich oft gefragt, wie es dir jetzt geht, gesundheitlich. Mir geht es gesundheitlich sehr gut. Seit der Behandlung habe ich überhaupt keine Beschwerden mehr. Kulot, kannst du mir dein Leben beschreiben? Ich musste leider die Schule verlassen. Ich konnte meinen Abschluss nicht machen, weil uns das nötige Geld fehlte. Meine Eltern haben sich scheiden lassen und das Leben im Jemen ist sehr schwer. Kulot, wie sehr freust du dich, Ulrike wiederzusehen? Ich freue mich unglaublich, sie wiederzusehen.
Ich werde sie ganz fest umarmen und anfangen zu weinen. Ich möchte sie so gern sehen. Es ist super. Kulut, ich habe hier ein altes Foto von euch. Kennst du das noch? Natürlich. Und so sieht Ulrike heute aus. Mama Ulrike, ich bin es, Kulut. Ich sehne mich so sehr nach dir. Ich denke an jedem Tag an dich. Und mein größter Wunsch ist es, dich zu sehen und zu umarmen. Ich bin deine Kulut. Das ist unglaublich. Ich freue mich, dass es ihr so gut geht, trotz der widrigen Umstände. Ja, tolles Mädchen. Super. Überraschung geglückt? Auf jeden Fall, ja. Ja. Ulrike, willst du sie sehen? Ja, ja. Sie ist hier und sie wartet auf dich. Schön. Sollen wir zu ihr? Ja. Dann komm mit. Vor 12 Jahren musste sich Krankenschwester Ulrike von Kulut verabschieden, als ihr geliebtes Pflegekind nach überstandener Krankheit zurück in den Jemen ging. Doch die beiden haben sich nie vergessen. Jetzt endlich können sie sich wiedersehen. Ulrike, ich weiß, dass du dir dieses Wiedersehen von ganzem Herzen gewünscht hast. Geh zu deiner Kulut. Alles Gute. Alles Gute. Danke. Ach, danke. Das ist so schön. So schön. 4 Wochen verbringt Kulut bei Ulrike in Castrop-Rauxel. Eine intensive Zeit, die die beiden noch enger zusammenschweißt. Und auch wenn Kulut danach wieder in den Jemen zurück muss, Ulrike und ihr geliebtes Pflegekind werden sich niemals wieder verlieren.